Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wird's feucht fröhlich. Wasserhahn und Wasserpumpe. Und wie man das anschließt, damit das auch gut funktioniert, naja, pass auf. Easy beasy in diesem kleinen Video. Und zwar jetzt. Also ich wurde gefragt, ob ich gerne Red Bull trinke. Gelegentlich. Also, pass auf, kleine Warenkunde. Pumpe. Pumpe kaufst du quasi so. Ja, ganz normal. Unten saugt das Wasser ein, oben spuckt es mit viel Wollust wieder raus. Dann hast du in diesem Fall einmal blau, einmal braun. Braun ist plus, blau ist minus. Und jetzt habe ich mir mal so eine Teststrecke hier hingelegt. Hier habe ich einmal von meinem Elektroblock 12 Volt, habe ich einmal schwarz. Schwarz ist minus, kommt der blaue rein. Zack, erstmal minus, passiert noch nichts. Und dann habe ich mir den roten hier hingeschmissen und habe ich ihn dann nach hier. Ist das schön an diesen Vago-Klemmen, da kann man auch schön ausprobieren. Jetzt lege ich es mal hier oben hin und dann wirst du im Zweifelsfall gleich schon hören, was zu hören ist. Also wenn es funktioniert, gucken wir mal. Hast du gehört? Ja klar, oder? Und hier oben kommt auch ordentlich Luft raus. So, wollen wir sie nicht heiß laufen lassen. Ist ja nicht besonders gesund. Also, das zum einen. Das Blöde ist allerdings jetzt nur, machen wir sie wieder raus. Hörst du das? Er ständig macht es bei mir plingelingelingelingeling. Das ist unfassbar. Das Blöde wäre ja, wenn die jetzt immer läuft. Das wollen wir nicht. Deswegen habe ich mir mal einen Plan gemacht. Guck mal, das ist mein Plan. Jetzt ist der Punkt nämlich folgender. Pass auf. Es wäre ja schön, wenn diese Pumpe nicht immer laufen würde, weil dann wäre die ja relativ schnell kaputt. Sondern es wäre super schön, wenn diese Pumpe nur dann läuft. Warte mal, hör mal. Weißt du? Wenn ich durch Öffnen des Wasserhahns, das ist dann in dem Fall der für das Badezimmer, eben der Pumpe das Signal gebe, jetzt kannst du bitte pumpen, jetzt hörst du bitte auf, wenn es im Leben immer so einfach wäre. Und dazu ist mein Plan folgender. Es ist total einfach. Oh, scheiße, Mann, ey. Hier ist unglaublich eng. Dazu findest du an diesem Wasserhahn und an den anderen ja auch, die mit Mikroschalter ausgestattet sind, zwei Kabels. Die sind auch schon abisoliert, das finde ich super. Und der Plan ist folgender. Pass auf. Ich nehme jetzt hier rot, schließe hier einmal an. Das würde bedeuten, hier läuft der Strom rein. Hier gehe ich dann mit einem roten Kabel plus weiter zur Pumpe. So dass dann, wenn der Schalter zu ist, der Stromkreis unterbrochen ist und sobald der Schalter aufgeht, sollte die Pumpe anspringen. Ich bereite kurz vor, ich muss noch ein Kabel abisolieren und dann gucken wir uns das an, oder? Und danach kommt der zweite Streich mit zwei Wasserhähnen. Uiuiuiui. So, vorbereitet. Easy peasy. Also du erinnerst dich. Wasserpumpe hat einmal blau, einmal braun. Blau war der Minus. Der geht ganz normal weiterhin an den Minus zum Elektroblock. Dann hat die Wasserpumpe einen Plus. Das ist der braune. So, und dieser braune, der muss ja irgendwie an den Plus von meinem Elektroblock. Das tut er ja im Grunde auch. Und zwar, indem er einfach Pluspumpe, Kabel zum Wasserhahn, Kabel zurück, Wasserhahn und jetzt zum Plus an den Elektroblock. Und so Gott will, mache ich jetzt den Hahn auf und dann wollte hier das Ding anfangen zu laufen. Und du kannst auch gucken, dass da Luft rauskommt. Weil es nämlich hier schön das alles sauber macht. Super. Nicht so lange, geht sie kaputt. So. Das war der erste Streich. Der ist ja jetzt nicht so super sonderlich schwer gewesen. Jetzt geht es darum, das Ganze auch noch mit zwei Wasserhähnen zu machen. Boah, ich bereite noch mal vor. Ja, und vielleicht ernsthaft hast du es dir schon gedacht.
Der, das ist jetzt der zweite Wasserhahn, der ist der für die Spüle, weißt du, so flach, weil da ja das Brett drüber kommt. Der wird genauso angeschlossen, ja, in die gleichen Vago-Klemmen, die ich genommen habe, wie der erste. Ja, erste Wasserhahn, zweite Wasserhahn. Muss ich gucken, hier. Erste Wasserhahn, zweite Wasserhahn. Und jetzt pass auf, mache ich hier auf, das ist der von der Küche. Mache ich hier auf, das ist der vom Bad. Also, Freunde der Sonne. Jetzt sagt man mal, jetzt habe ich in Physik nie so wirklich gut aufgepasst. Aber das war nicht wirklich schwer. Und, wenn wir ehrlich sind, das kommt meiner Skizze, übrigens auch hier rüber, einen kurzen Artikel auf unserer Homepage dann, doch schon wahnsinnig nahe. Jetzt ist natürlich das erstmal so schöne graue Theorie. Jetzt geht es ja darum, das Ganze in die Tat umzusetzen. Jetzt müssen ja relativ viele Meter Strippen durch diesen Wohnwagen gelegt werden, weil du weißt ja, wie es hier ist, an unserem Charity-Boliden. Ja, da ist die Abwaschmöglichkeit. Da einmal rum, ist dann das Badezimmer. Aber gut, Kabel hat er. Von daher, lasst die Kabellegespiele beginnen, damit das dann feucht und fröhlich werden kann. Juhu. Wow, es sieht aus wie, Junge, Karl Kabel hat mal Chaos gemacht, eine schöne Alliteration, aber es funktioniert. Schau, ich habe jetzt hier einmal, das ist der Wasserhahn, der kommt jetzt dahinter die Wand natürlich, aber jetzt ist das ja erstmal so. Läuft und Wasserhahn, Küche, der liegt noch da, wo er, der kommt halt da oben natürlich hin, aber hör zu. Jawohl. Boah, was habe ich gemacht? Ich habe einmal plus Elektroblock, das ist auch noch nicht schön, aber zweckdienlich, nach vorne gelegt. Angeschlossen, Kabel rein, Kabel raus. Positiv, also rotes Kabel, damit ich nicht durcheinander komme. Von hier durch bis hier. Plus Schalter 1 hingeschmissen. Dann habe ich ein Minus von hier durch, also ein schwarzes Kabel, bums, kommt da raus. Dann habe ich, da habe ich es mir jetzt ein bisschen leichter gemacht, ehrlicherweise, den habe ich erstmal hier hingelegt, einen Plus gezogen, also den zweiten Plus, ja, weil jeder Schalter braucht ja einen Plus, auch wieder Elektroblock, rum. Hier rein, hier raus. Und dann habe ich hier tatsächlich das ist hier der braune von der Pumpe. Dann, das ist der Plus, der aus diesem Schalter kommt. Ja? Und der Plus, der vom anderen Schalter kommt, von da hinten. Ja, und Minus ganz normal an die Pumpe ran. Siehst du hier, einfach nur der Minus vom Elektroblock, ran an den Minus von der Pumpe und fertig. Boah, ich weiß gar nicht, wenn ich mir das Video angucken würde, ob ich verstehen täte, wie hat denn er das jetzt eigentlich gemacht. Aber mit der Skizze, ja, werde ich dir das nochmal ganz entspannt nahe bringen. Aber meine Unterstützung musste überhaupt nicht eingreifen. Sie hat immer gesagt, genau der Gedanke ist richtig. Und jetzt bin ich heilfroh, dass diese wunderbare Arbeit, dass die schon fertig ist. Jetzt muss ich das ja quasi noch da reinlegen. Am liebsten würde ich es jetzt tatsächlich schon ausprobieren. Aber ich habe ja noch keinen Auslass hier dran. Ja, da muss ich ja noch einen Auslass ranbauen, um den Tank wieder leer zu machen. Oder ich hole mir einen Eimer. Aber dann ist die Therme voll. Jetzt soll es Nachtfrost geben. Ich habe den Auslass ja von der Therme noch nicht gemacht. Nee, lieber nicht. Nachher geht es noch kaputt. Aber ich werde natürlich, wenn wir diesen Wohnwagen dann feierlich in Betriebnahme nehmen, wenn alles ordentlich ist mit Kabelkanal. Ich meine, das bleibt ja nicht so. Machen wir es vor. Kommt ein Kabelkanal hin oder ein Leerrohr. Muss ich mal gucken, was irgendwie sinnvoller ist. Dann werde ich dir das ja alles nochmal in Funktion zeigen. Und dann spätestens wirst du sehen, boah, ey, der Günther. Obwohl der nun wirklich bekanntermaßen überhaupt gar keine Ahnung hat, hat er das eigentlich ganz gut hingekriegt. So,
Liebe Leute, jetzt geht's weiter. Dieses Video ist für den Moment beendet, wie ich dann das in der Küche bzw. im Badezimmer noch einbaue. Da gibt es natürlich noch ein neues, weiteres Video zu. Dann gibt es noch ein Video. Wir haben so einen kleinen, coolen Fernseher gestellt bekommen. Den baue ich da oben irgendwo hin mit DVB-T und mit ein bisschen Sat vielleicht. Also nicht so eine automatische, aber so ein Dreibein-Sat-Ding. Ja, das finde ich auch cool. Eine kleine, damit man mal, wenn es regnet, ein bisschen was zu tun hat. Ansonsten muss ich die Lüftungsschläuche, die neuen, noch verlegen. Da habe ich mir auch was total Tolles ausgedacht. Das wird alles ganz spektakulär. Das bedeutet für mich, ich habe noch was zu tun. Nächste Woche habe ich erstmal wieder richtige Arbeit. Aber übernächste Woche muss ich mal gucken. Werde ich mit Sicherheit wieder ein bisschen Zeit finden, ein bisschen zu basteln. Oh, ich habe mir gerade so einen Silberspan von so einem Kupferkabel hier reingewämst. Oh, das tut super weh. Da weiß ich auch noch nicht, ob mich das die nächsten Tage handicappen wird. Entzündet sich bestimmt. So, nichtsdestotrotz, ja, es ist mal wieder an der Zeit. Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch dieses kleine Video zu laufen. Es war mir wie immer ein großes, großes Vergnügen. Und dann hoffe ich, dass auch du ein Stück weit Amüsement und Inspiration hattest. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen, Happy Camping und oder so. Ich bin weg, dein Stefan. Hasta luego. Tschüss.